Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart DS. Heute spielen wir jetzt, also jetzt haben wir die 8 Cups hier abgeschlossen. Mit 150er und jetzt fangen wir mit dem Zeitfahren an. Und nach dem Zeitfahren kommt der Spiegel Cup. Hier. Dann kommen die Wettkämpfe. Und dann überlege ich mir, ob ich noch die Rennmission mache. Weil die mit dieser Aufnahmeposition zu machen, da brauchen wir lange. Also jetzt kommt Zeitfahren. Zeitfahren. Ich würde sagen, wir fangen mit Mario an. Ja. Mit dem Bolide. Also. Ich habe es euch schon am Anfang des Let's Plays erklärt, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich habe das Spiel als Kind auch in den Zeitfahrmodus gezockt. Und das sind jetzt zum Beispiel meine Fahrten, wo ich 8 war, 10 war. Jetzt bin ich ja schon 14. Und die versuche ich jetzt zu knacken in Pitzkopf. Also ich fange an mit 8er Piste. 1 Minute 49. Mit Mario. Und das habe ich auch mit Mario gemacht. Also schauen wir mal. Ah, ich würde eher sagen, dass ich immer die gleichen Cards nehme. Ja. Dann nehme ich auch Mario mit dem Standard da. 8er Piste. Und los geht's. Mein Geist, Dani. So. Jetzt schauen wir, ob ich als Kind gut war. Okay. Habe ich dann Pilz eingesetzt? Damals wusste ich noch nicht, was Snaken ist. Nein, nein. Ah, das gewinnen wir locker. Wir haben auch einen großen Abstand. Oh, das war scheiße. Ja, wir haben einen großen Abstand. Guck, 2 Sekunden, das ist schon viel. Locker, easy. Weil wenn ich immer mit den gleichen Cards mache, habe ich auch gleich viele Pilze und deswegen, ja. War klar gewonnen, ey. Puh. 6 Sekunden. Also ich war jetzt ganze 7 Sekunden schneller. Also, ich habe mich verbessert. Und das noch in der Aufnahmeposition. Jetzt schaue ich mal, mit wem ich in der Yoshi-Kaskaden gefahren bin. Soll ich den gegen Entwicklergeist starten? Nö, Danny Boy? Hä? Ach, nicht 8er Piste. Yoshi Kaskaden. Alter, 8er Piste? Ach du Kacke, 1,36. Okay, der hat auch keine Aufnahmeposition, aber. Ist schon krass. Okay, Yoshi Kaskaden. Brauche ich Waluigi und dieses komische Bike da. Okay, Waluigi. Und diese Trike da, ja. Oh, es hat sogar Items voll. Geht.
Let's go already. Belzgab. Yoshikas Garden. Mein Geist passt. Ich weiß, glaube ich, auch schon, wo ich die Pilze einsetze. Also driften tut es denn gut. Oh. Wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen gerade. Okay, ihr seht's. Mein Akku ist rot. Ja, locker. Oh. Mein Geist muss ziemlich weit nah sein. Alter, mit dem kommt voll geil Ding. Snaken. Hat er mich jetzt noch überholt? Bitte spult jetzt im Video zurück und schaut es an. Alter, bitte schaut es an. Im Video. Boy, jetzt schaue ich mal auf den Touchscreen und... Was? Wegen dem Pilz? Facepalm. Der war jetzt im Echt. Warte. 41 Millisekunden schneller. Oh mein Gott. Ey, schaut bitte, bitte spult zurück und schaut es euch an. Ach du Kacke. Okay, versucht auch mal meine Zeiten zu brechen. Scheiße. Oh mein Gott. Puh. Okay. Ich mache es jetzt schon mal schneller. Typ Strand. Da bin ich mit Peach gefahren. Peach und dieses komische Ding da. Okay, Peach. Das da. Kornmobil, oder? Das war Kronmobil, oder? Oh, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Wenn es nicht ist, dann ist scheißegal. Ist das das Kronmobil? Ja. Locker. 2:08. Okay, jetzt muss ich schnell sein. Also nur ein Pilz. Irgendwie rutscht die Peach. Oder ist es wegen dem Sand? Den Pilz bewahre ich mir für die letzte Runde auf, nur damit ihr das wisst. Der war knapp. Okay, 5 Sekunden Abstand ist knackig locker. Aber gegen den Entwicklergleis auf der Achterpiste, boah, das wird schwer. Und jetzt war. Oh, 9 Sekunden. Ah, ich hätte locker 10 Sekunden rausholen können. Jetzt habe ich komplett verschissen. Ich weiß nicht, wie ich damals meinen Pilz eingesetzt habe. Gleich in der ersten Runde oder erst in der letzten?
Alter. Bin ich da? Nee. Fuck. Der Pilz musste mir jetzt aushelfen. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr mit den 15 Sekunden Abstand. Naja, wer weiß. Ah, ich habe mich verschlechtert, glaube ich. Die erste Runde war aber eine schnellste Runde. Warte, da wollte ich ja die Zeiten sehen. Okay. Also ich habe mich eindeutig verbessert. Oh, mit Mario habe ich es auch probiert und mit Luigi. Naja. Kurs wechseln. Jetzt kommt die letzte Strecke. Und dann höre ich wieder auf mit der Aufnahmesession. Luigi's Mansion mit Luigi und dem Flitzer. 2 Minuten 20. Wie ihr sehen könnt. Also Luigi und den Flitzer. Ich glaube auch schon, wo ich den Pilz einsetzen könnte. Glaube ich noch. Fail. So will ich nicht starten. So will ich auch nicht starten. Jetzt hat. Oh, ich spüre schon wieder dieses scheiß Driften. Und zwar noch mal wegen der scheiß Qualität, wenn ich wieder in den Dunkelwald reingehe da. Oh, da bin ich hängen geblieben damals. Wie ihr sehen konntet. Ja, ich glaube, ich setze ihn immer hier bei dem Gras ein. Den Pilz. Was? Wett mal, ich habe damals bestimmt wieder am Ziel eingesetzt. Okay, hier kann ich mir die Zeit auch schon mal abschwenken. Ich bin teilweise jetzt auch schlechter wie da ich damals. Okay, aber ich habe auch diese komische Aufnahmeposition. Also damals lag ich wahrscheinlich auf meinem Bett und habe gezockt. Eine Sekunde. Ich versuche das jetzt auf so ungefähr nein. Auf 3 Sekunden ist mein Ziel. Genau 3 Sekunden. Ah, würde ich bestimmt schaffen. Wahrscheinlich schaffe ich auch sogar noch 4. Ich versuche jetzt 4 zu snaken. Nein! Was? Bitte nein. Geh ins Ziel, geh ins Ziel, geh ins Ziel. Ah, fast 3 Sekunden. Nur wegen dem Ausrutscher habe ich mich dann... Ja. Okay. Mit Peach habe ich es auch versucht. Alter, 2:31. Gute Zeit, würde ich mal sagen. Okay, nicht so gute Zeit. Okay, ich habe auch die Aufnahmeposition. Aber ja. Und das war es ja erstmal mit dem ersten Cup vom Zeitfahren. Ja. Verlassen. Also Leute, man sieht sich. Ciao. Bis zum nächsten Cup.